Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarulis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Viogy, mehr als Labormedizin. What will I do when you're gone? Who's gonna tell me the truth? Who's gonna finish the stories I start the way you always do? When somebody knocks at that door, someone new walks in, I will smile and shake their hands, but you can't make old friends. You can't make old friends. You can't make old friends. It was you and me since way back when, but you can't make old friends. When St. Peter opens that gate, you come walking in. I'll be there just waiting for you. You can't make old friends. You can't make old friends. You can't make old friends. You and me will be young again. You can't make old friends. You and me will be together again. 'Cause we both know you can't make old friends. Bravo! Wunderbares Lied, Burg Hatzmann, herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn du zu mir kommst. Ihnen daheim auch ein herzliches Willkommen bei uns in der Weihnachtssendung. Wir haben ein paar spannende, berührende Geschichten für Sie parat. Zum Beispiel mit dir, Bo. Du hast unser Lied gesungen, das eine Bedeutung hat. Ja, es ist quasi ein Abschiedslied aus dem Leben. Es ist das letzte Duett, das Kenny Rogers und Dolly Parton zusammen gemacht haben, schon im hohen Alter. Und er ist ja dann vor ihr gegangen. Und in diesem Lied heisst es, wer immer von uns zwei zuerst geht, ich werde dich am Himmelstor erwarten und als alter Freund wieder begrüßen. Und du hast einmal eine Notdot-Erfahrung gemacht. Mit 20 hast du einen Unfall gehabt. Wie war das? Was hast du dort erlebt? Ja, der Unfall selber wollte ich es nicht beschreiben, aber es ist einfach so gewesen, dass ich während der Operation mein Herz plötzlich abgestellt habe, weil ich sehr viel Blut verloren hatte innerlich und dann einfach meine Pumpe nicht mehr mitmachen. Und das Wesentliche da ist, plötzlich höre ich, wie der operierende Arzt sagt, jetzt hat er die Pumpe abgestellt, bringt sofort ein Elektroschockapparat, um ihn wieder zurückzuholen. Und in dem Moment bin ich ja nicht mehr am Leben gewesen. Also, er hat ihm später gesagt, sie klinisch tot. Ja. Das heisst, meine Funktionen haben abgestellt. Ich konnte nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr fühlen. Und trotzdem habe ich das wahrgenommen, was er sagt. Aber nicht in meinem Körper, sondern ich war an der Decke oben mit meinem Bewusstsein, sagen wir mal. Und ich habe quasi wie ein Gespräch wahrgenommen, was die verschiedenen Personen in diesem Operationssaal, was die denken. Mhm. Das habe ich wie ein Gespräch alles auffassen. Ja. Und ich bin dann in eine andere Dimension abgezogen worden und habe dort sehr, sehr viel erlebt, was ich in meinen zwei Büchern aufgeschrieben habe, von denen, was interessiert, was einen wird erwarten nach dem Leben. Und das ist für mich eine ganz spezielle Erfahrung als 20-Jähriger,
Weil damals habe ich noch nicht gewusst, was das war, was mir passiert ist. Ja. Es hat noch keine Frau Kübler-Ross gegeben, die über das Thema geschrieben hat. Auch das berühmte Buch von Dr. Moody, Leben nach dem Tod, hat es noch nicht gegeben. Und ich war ganz allein mit dem Thema und habe dann quasi mein Leben lang nachgeforscht, was ist mir da passiert, dass ich meinem eigenen Tod zuschauen kann, aber bei Bewusstsein bin und das wahrnehme. Ja. Und ich musste mich dann orientieren. Ich habe alle möglichen Religionen studiert, ob sie mir eine Antwort geben können. Ich habe Philosophen studiert, ich habe mit Geistlichen und allen möglichen Leuten geredet, ob sie mir eine Erklärung geben können, mit Mediziner auch. Aber ja, ich habe dann halt meine eigenen Antworten müssen finden. Ja, es bleibt ein bisschen eine unbekannte Situation. Wir reden nachher gerade noch darüber weiter. Wir schauen uns jetzt die Geschichte von Simon Hitzinger. Er ist Fotograf, er hat einen Unfall gehabt und ist, seit er 17 ist, ist er im Rollstuhl. Aber mit seiner Geschichte sieht man, was ein konstruktiver Optimismus alles bewegen kann. Damit es mir gut geht, muss ich mich oft darauf trainieren, darf ich mich oft darauf trainieren, dass ich das Gute sehe, das Schöne sehe, das, was noch möglich ist. Und die Fotografie gibt mir genau das, eine Dokumentation. Es bleibt nur etwas übrig von der Vergangenheit. Es sind Emotionen, die irgendwie gebannt werden können. Der Grund, wieso ich im Rollstuhl bin, ist, dass ich vor mittlerweile 11 Jahren an einer Party auf dem Balkon gefallen bin. Ich bin dort laut Zeugenaussagen aufs Geländer gesessen. Es hat ein Tuch hinten dran gespannt. Ich habe mich angelehnt an das Tuch. Das ist gerissen und dann bin ich 12 Meter in die Tiefigkeit. Dort habe ich mir jeglichste Sachen gebrochen und zertrümmert im Brustkorb. Unter anderem hat es einen Rückenwirbel zersplittert und ins Rückenmark gedrückt. Und durch das bin ich jetzt vom Brustkorb abwärts gelähmt. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich das Leben noch will. Meine Grundfrage war aber, was ist denn der Wert des Lebens? Was will ich denn vom Leben? Und nachdem ich das länger gefragt habe, fand ich, okay, ich will eigentlich glücklich sein. Ich wäre doch gerne glücklich. Es ist egal, ob ich reich bin oder nicht. Wenn ich glücklich bin, geht es mir eigentlich gut. Okay, glücklich sein. Kann ich noch glücklich sein? Das musste ich jetzt erst herausfinden. Gibt es das, das wirklich ein volle Glücksgefühl noch, auch wenn man die Hälfte vom Körper nicht spürt, also gar noch mehr? Das habe ich gemerkt, gibt es auch noch. Also war mir klar, gut, das Leben ist noch lebenswert, weil ich kann noch glücklich sein. Überall, wo ich drauf sitze, brennt es und sticht es. Ganz Oberschenkel, Gesäße, unteren Rücken. Der Schmerz ist etwa so, wie wenn du auf dem gummigen Turnhallenboden umkehrst und dich aufschürfst und es so richtig fest brennt. Etwa so fühlt sich das an. Und das gibt es einfach in verschiedenen Stufen. Da gibt es sozusagen mit Salz in der Wunde und ohne Salz in der Wunde. Und ja, das ist, wenn ich am Morgen aufstand, ist das Erste, was ich spüre. Und wenn ich oben ins Bett gehe, meistens das Letzte, was ich so spüre. Etwas, was mir hilft gegen den Schmerz, ist das Neurofeedback. Auf einer Schmerzskala arbeiten wir meistens so zwei Stufen. Also von 1 bis 10 sind es zwei Stufen. Ich komme meistens mit etwa Schmerzen bei 7 oder 8 und nachher bin ich bei 5 oder 6. Im Neurofeedback habe ich so Kleber im Kopf, die messen meine Hirnwellen. Das geht über ein Gerät an den Computer und ich schaue einen Film. Und im Bild vom Film gibt mir das ein Feedback. Das nehme ich nicht mega bewusst wahr. Das Bild wird einfach kleiner und grösser und bekommt manchmal einen Graufilm drüber. Und der Ton wird manchmal auch klar oder unklar. Und mein Hirn wird vor die Herausforderung gestellt. Mein Hirn will einen klaren Ton und ein klares Bild. Und um das zu bekommen, muss es in einer gewissen Frequenz schwingen. Und wenn es das macht, dann bekommt es sozusagen als Belohnung klares Ton und klares Bild. Und ich habe einen Teddybär auf dem Schoß, der vibriert, wenn ich auf der richtigen Frequenz bin. Und der Teddybär ist ein Plastiksack, weil während der Corona-Zeit so hat jeder seinen eigenen Plastiksack bekommen. So habe ich meinen Plastiksack, oder? Für meinen Teddybär. Das Basketballspielen hier im Rehab ist einfach eine Freude. Es ist mir einfach Spass. Ich will, dass meine Beweglichkeit in den Beinen erhalten bleibt, dass meine Gelenke einigermaßen gesund sind, dass meine Knochen eine gute Dichte haben und nicht so schnell brechen. Durch das ist viel Training nötig und auch Physiotherapie und Bewegung. Aber alles halt in einem gewissen Maß, weil meine Schultern nutzen sich viel, viel schneller ab als die Schultern von einem Fußgänger. Und wenn ich noch viel mehr mache, dann habe ich schneller Probleme. Also es ist alles in so einem gewissen Maß immer, damit es genug ist, dass trainiert ist, aber nicht zu viel ist, dass es wieder schadet.
meine letzte Arbeit, oder besser gesagt meine letzte Ausstellung, hat «Where I Wanna Be» geheissen. Dort ging es um Platz gegangen, wo ich vor allem durch die dunkle Corona-Zeit mir gewünscht habe, mir zurückgewünscht habe. Die Bilder haben sehr viel Weite, Ruhe und meistens noch das Meer drin, auf irgendeine Art. Es sind alles Bilder auf Film, analog. Ich fotografiere sehr viel analog. Und sie haben auch viel von ihrem Charakter durch abgelaufene Filme oder Spezialfilme bekommen. Ich finde es sehr, sehr spannend, mit alten Materialien zu arbeiten, mit Sachen zu arbeiten, die einen Effekt geben, die einen eigenen Charakter haben und ich selber gar nicht so viel dazu bestimmen kann, womit wir zusammen eigentlich noch ins Kunstwerk gehen. Das Glücklichsein ist jetzt mittlerweile, es ist schon 11 Jahre her, ist mir klar geworden, man kann nicht die ganze Zeit glücklich sein. Das habe ich vorher auch schon gewusst, aber es ist also, mittlerweile hat sich ein bisschen mehr in eine Zufriedenheit umgewandelt, oder Zufriedenheit ist das Ziel. Und immer wieder die glücklichen, euphorischen Momente. Ja, was mir mega, mega fest geholfen hat, waren auch meine Freunde. Also, zu merken, ich bin nicht weg von der Gesellschaft, ich werde genau gleich akzeptiert von all meinen Leuten und kann immer noch unterwegs sein und wirklich Spass haben. Bei uns neu dazugekommen sind Gudrun Sidonie Otto, Opernsängerin und Pfarrerin, und Simon Hitzinger, den wir gerade gesehen haben. Wir sind alle per Du. Simon, du sagst, 2/3 vom Körper spürst du nicht. Du hast ständig Schmerzen. Rastet man da nicht auch mal aus? Ja, das gibt es schon auch. Tatsächlich bringt mir aber eigentlich mehr meine Spastik zum Ausrasten. Spastik sind unkontrollierte Muskelzuckungen. Und wenn du morgen aufstehst und im Stress bist und dein Körper aber gegen dich schafft, dann ist das sehr nervig. Ja. Also, man kann sich das so vorstellen, ich versuche mein Bein anzuziehen, aber das streckt sich die ganze Zeit und zittert einfach nur. Mhm. So kann ich meine Hose nicht abziehen, verpasse noch den Zug oder so, weil ich gegen meinen Körper muss arbeiten. Und schon nur der Fakt selber ist etwas absolut Absurdes. Gegen die Bewegung von meinen eigenen Beinen müssen ankämpfen, wo normalerweise denken sie, dass sie meine Bewegungen ausführen, nicht irgendwelche willkürlichen. Das ist eine wahnsinnige Energie. Wo tankst du auf? Ich glaube, sehr viel in der Natur. Musik. Ich lasse mich gerne inspirieren von allen möglichen Menschen, die in meinem Sinne etwas Gutes geschaffen haben. Und bei meinen Freunden. Sidonie, wenn ich dich als Pfarrerin frage, wieso müssen wir Menschen so leiden? Oh je, diese Frage ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selbst. Und ich habe auch keine 0815-Antwort darauf. Ich denke, wir kommen aus diesem, ja, Frage nach dem Leid heraus, wenn wir diesen Kreislauf nach dem Warum durchbrechen und es wandeln zu dem vielleicht Wozu. Wozu muss ich etwas erleben? Zu was dient es vielleicht? Zu was kann es mich noch führen? Ich sehe das ein bisschen, wie es schon in unserer Sprache angelegt ist, im Logos, im Wort. Mhm. Wir haben dieses Wort Aufgabe. Und ich denke, ja, jeder Mensch hat eine Aufgabe mitbekommen, auf die eine oder andere Weise. Und wie das Wort schon sagt, es bedeutet, etwas aufzugeben. Eine Erwartung, etwas vielleicht, wie man sich das vorgestellt hat, wie das Leben zu laufen hat, etwas loszulassen. Und das ist sehr, sehr schwer. Das ist ein, ja, es ist vielleicht wie ein Laufen auf Nebel, hinauflaufen auf eine Wolke und zu vertrauen, ja, die Wolke wird schon tragen. Und ich denke, sie trägt auch, weil wir haben das Wort Gewissen. Wir wissen eigentlich, dass es in uns eine andere Kraft gibt. Eine Gotteskraft, eine Christuskraft, die uns vielleicht dann den Weg auch leiten kann, wenn wir das andere aufgeben, wenn wir das andere schaffen, so wie du, das loszulassen. Erlebst du das so ein bisschen? Was sie jetzt gerade gesagt hat, Aufgabe, habe ich etwas ganz anderes entstanden. Und zwar habe ich die Gabe drin gesehen, und dass man eine Gabe bekommt und das dann die Aufgabe ist. Mhm. Das ist tatsächlich am Anfang auch ein von meinen rettende Seil gesehen, zu sagen, hey, vielleicht ist es auf meine Aufgabe, der Typ im Rollstuhl zu sein, der jetzt darüber redet. Ja. So viele von mir haben das wohl noch nicht gemacht. Ich habe mich nicht darum gerissen, das zu machen, aber es scheint, das hätte ich hier eine Aufgabe, ja, zu erledigen. Tust du das auch ein bisschen so empfinden, dass du eine Aufgabe hast? Du hast 2 Bücher geschrieben. Eins heisst, du bist unsterblich. Sehst du das auch ein bisschen so? Ja, absolut. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wieso ist jetzt das mir passiert und warum so heftig?
Ich hatte ja, lang, bis ich wieder einigermaßen auf der Beine war. Mit sehr, sehr viel Schmerzen. Und, ich habe mir dann auch gedacht, natürlich fragst du dich, was hätte das sollen sein? Warum hätte das mir passieren müssen? Und wieso bin ich noch am Leben? Eigentlich wäre ich gestorben mit dieser Geschichte. Und was hätte das für einen Sinn, dass ich wieder da bin? Und ich habe dann ein Stück weit darin gefunden, dass ich mir dann sage, dass ich der bin, der darüber redet, weil er es selber erlebt hat. Für viele ist das ja so eine, ja, Nahtoderfahrung, das ist so etwas Obskurs, das gerne verschwiegen wird. Die Medizin kümmert sich nicht recht darum. Ich habe mit vielen Geistlichen darüber geredet, die finden das irgendwie, da reden wir lieber nicht drüber, das steht nicht in der Bibel. Aber trotzdem war das für mich eine Realität. Und ich bin jetzt einfach der, der darüber redet. Trotzdem möchte ich dich jetzt fragen, du hast nicht Angst vor dem Tod? Hast du Angst vor Krankheit? Nein, ich habe überhaupt gar nicht groß Angst vor nichts. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Angst ist eigentlich in den meisten Fällen Verlustangst. Mhm. Mit Angst, man könnte etwas verlieren. Und wenn man schon mal das Leben verloren hat, in diesem Sinne ist alles, alle anderen Verluste nichtig. Mhm. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass der sogenannte Tod, also die Geburt in die andere Dimension hinein, das Beste ist, was man einem Menschen im Verlauf des Lebens kann. Widerfahren. Passieren, ja. Es ist natürlich so, es gibt auch Leute, die müssen wahnsinnig leiden. Simon, deine Leiderei ist alles andere wie lustig. Hast du durch die intensive Erfahrung auch an Tiefe und Riffe gewonnen? Ich hoffe es. nein, ich bin mir sicher, ich habe mir wie andere Gedanken über das Leben müssen machen als sonst Menschen in meinem Alter. Ja. Wenn sie nicht gerade einen Schicksalsschlag haben. Und durch das hat alles eine gewisse Tiefe mehr bekommen oder eine gewisse Sinnhaftigkeit. Ja. Hast du auch schöne körperliche Erfahrungen? Gibt es auch gute Gefühle? Ja, manchmal. Wärme. Ja. Wärme ist so eine. Wärme. Habe ich sehr gerne. Und es gibt ja immer wieder mal so Situationen, wo auch die Körperteile, die Schmerzen, sich eher kruselnd warm anfühlen. Ja. Das ist sehr angenehm. Sidoni, es gibt viele Leute, die sind total hoffnungslos. Sie verzweifeln fast. Was gibt einem Halt, wenn man in einer Hoffnungslosigkeit ist? Ja, also ganz praktisch gibt es natürlich viele Angebote, wo sich Menschen hinwenden können. Ob das Seelsorgerinnen und Seelsorger sind oder zum Beispiel die dargebotene Hand. Aber es auch vielleicht kann Halt geben, so kleine Schritte. Eben, wie du es auch gesagt hast, kleine Schritte weitergehen, eine gewisse Routine, eine gewisse Arbeit. Natürlich hilft auch das Gebet, die Ansprache an eine andere Kraft, das Vertrauen an eine andere Kraft. Es gibt noch etwas, das es gut mit mir meint, das mich führt, das mir ein Ziel gibt, eine Aufgabe gibt. Und vielleicht im ganz Kleinen, wie ein Spiel, jeden Tag wirklich zu versuchen, ja, es gibt etwas, und wenn es noch so klein ist, es gibt etwas, wofür man dankbar sein kann. Mhm. Und das vielleicht ganz praktisch abends neben sich in ein kleines Büchlein einzutragen. Und dann ist man vielleicht erstaunt, womit sich das alles dann am Ende füllt. Mhm. Also das Gebet, das Aufschreiben, aber natürlich auch die Musik. Die Musik ist etwas, das werden Sie bestätigen, die Musik spricht von einer anderen Wirklichkeit. Sie kann etwas aussprechen, wo wir mit Worten nicht hinkommen. Und sie kann einen unglaublichen Halt geben. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Ich würde wahnsinnig gerne noch von euch allen einen Wunsch oder eine Botschaft. Simon, ich fange bei dir an. Ein Weihnachtswunsch. Ich glaube, ich wünsche mir, dass Menschen, andere Menschen als Menschen anschauen und sie so liebevoll und respektvoll behandeln, wie sie das von anderen eigentlich sich würden wünschen für sich selber. Also einfach, dass die Liebe und Respekt zwischenmenschlich wieder ein bisschen wachsen bei uns. Ich glaube, das tut uns allen gut. Sidoni? Ja, vielleicht mit einem Wort von Angelus Silesius, der sagte, Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, dann fällt der Zufall weg. Das Wesen, das besteht. Das Wesen werde Licht. Wo? Ich habe das Problem mit dem Wünschen. Ich wünsche mir nichts. Weil, weißt, die ganz globalen Sachen wünschen Frieden auf der Welt und alle Menschen sollen lieb sein zueinander.
Klar kann man sich das wünschen, aber für mich sind das leider Utopien, die ich weiß nicht, einfach zu wenig Kraft haben, mhm, um wirklich etwas zu bewirken. Und der Mensch sollte ja etwas bewirken. Es soll eine Initiative sein für etwas, das man dann realisieren kann. Und ich habe mir angewöhnt, mir noch Sachen zu wünschen, wo ich auch Einfluss nehmen darauf und wo ich auch selber bewerkstelligen kann. Und das wird mit zunehmendem Alter immer bescheidener. Mhm. Merci vielmals allen, euch allen drei. Und meine drei Gäste haben natürlich noch ganz viel zu erzählen. Darum gibt es auch ein Zusatzinterview. Das finden Sie bei uns auf der Webseite. Und ein Interview auch in der Schweizer Familie. Ich selber bin Botschafterin von der Krebsliga. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie können schenken auf die Weihnacht, dann könnte das auch eine Spende sein, zum Beispiel an die Krebsliga. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne, eine gute Weihnachtszeit, auch einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Und damit wir das richtig beschwingt können anfangen, hat der Burkhardtsmann für uns noch ein paar Klänge bereit. Bitte sehr, Burkhardtsmann. Kerzen im Schein stimmen dich ein, sagen dir leise, Weihnacht soll's bald werden. Kerzen im Schein tragen so weit, Licht soll es werden in der Dunkelheit. Tief in der Nacht Hoffnung erwacht, wenn Lichter brennen, öffnen sich die Herzen. Tief in der Nacht glänzet ihr Schein, sagt ihr auf Erden, soll's bald Friede sein. Kerzen im Schein stimmen dich ein, sagen dir leise, Weihnacht soll's bald werden. Kerzen im Schein tragen so weit, Licht soll es werden, schöne Weihnachtszeit. Abnehmen viele. Der Jojo-Effekt kennen ebenso viele. Wie kann man nachhaltig abnehmen und welche Benefits für Gesundheit kann man so erreichen? Wir besprechen es am 7. Januar. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Viogi, mehr als Labormedizin.